Über meinem Bett hing das Bild eines Schutzengels. Ein kleines Kind ging über eine schmale Brücke, unter der ein reißender Bach floss. Ein 3 Meter großer Schutzengel mit riesigen Flügeln und ausgebreiteten Armen schwebte hinter ihm. Es hieß, man darf sich nicht umdrehen, sonst verschwindet der Schutzengel. Ein so großer Schutzengel kann doch unmöglich so schnell verschwinden. Ich übte das blitzartige Umdrehen, aber so schnell ich auch war, der Schutzengel war immer schneller. Ich saß auf der Holzstiege vor unserem alten Haus. Hinter mir die Werkstätte meines Vaters, vor mir der Spielplatz mit den Kindern. Ich hatte die Wahl zwischen dem Schweigen meines Vaters und dem Spott der Kinder. Ich entschloss mich, sitzen zu bleiben und zu fantasieren.
Der Besuch meines italienischen Großvaters kündigte sich nicht brieflich an, sondern so. Die Kellnerin des Dorfgasthauses kam aufgeregt ins Haus und sagte keuchend, der Herr Opa aus Italien sitzt betrunken im Gasthaus. Kurz darauf kam mein Großvater wankend durch die Gartentüre, legte seine Hand auf meine Schulter und schenkte mir eine Zigarre. Das österreichische Bier, sagte er lachend zu meinem Vater, ist das Beste. Er drehte sich um und pischte mitten im Hof. Meine Mutter schaute nicht ihn, sondern meinen Vater mit einem strafenden Blick an. In der hintersten Bank des Domes von Maria Saal habe ich das erste Mal ein Mädchen ausgegriffen. Ich führte den Finger zur Nase und roch daran. Jetzt dachte ich, jetzt kommt die Strafe Gottes. Es verging ein Tag und mehrere Tage, ein Jahr und viele Jahre. Die Unkeuschheiten wuchsen und mit ihnen die Herausforderung Gottes. Jetzt schreibe ich dieses Gedicht und fordere Gott zum letzten Mal auf, meine ungestillte Sehnsucht nach seiner Strafe zu erfüllen.
Herr Bongard, ein Hafnermeister aus St. Veit an der Glan, gab mir die Adresse eines Buffs in Wien. Ich lag im Bett einer Hure, die mich leicht würgte und lachte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und würgte sie ebenfalls. Ziemlich fest. Sie würgte mich noch fester und ich tat desgleichen. Sie warf mich aus dem Bett und nannte mich einen Mörder. Ich rannte voller Panik aus ihrem Zimmer und lief über den Gang. Aus den anderen Zimmern kamen Huren mit ihren Freiern und liefen mir schreiend nach. Ich öffnete eine Türe, welche direkt in die österreichische Literatur führte, verriegelte die Tür von innen, zitterte am ganzen Leibe und verblieb in diesem Zustand bis zum heutigen Tag. Musik.